Herzlich willkommen in der großen Kreisstadt Freital. Reizvoll eingebettet im Tal der Vereinigten Weißeritz zwischen dem Plauenschen und dem Rabenauer Grund. Die Stadt schlängelt sich förmlich entlang der Weißeritz und ist unmittelbar vor den Toren der Landeshauptstadt Sachsens und den Ausläufern des Osterzgebirges gelegen. Freital war bekannt durch den Steinkohlebergbau, welcher erstmals 1542 urkundlich erwähnt wurde. Anfang des 19. Jahrhunderts prägten zwei große Steinkohlewerke links und rechts der Weißeritz das Bild. Bis ca. 1870 stand der Bergbau an der Spitze Deutschlands. Am 1.10.1921 schlug dann die Gründungsstunde der Stadt. Den Namen erhielt sie vom Döllener Gemeindevertreter Hermann Henker, der den Namen Freital aus den Worten Freies Tal ableitete. Eisen-, Stahl-, Glas- und Papierproduktion, Maschinen- sowie Apparatebau haben für unsere Stadt wohl die größte Bedeutung. Ein berühmter Sohn Freitals, um nur einen zu nennen, ist Karl Gottlieb Thieme, welcher im Jahr 1872 die Porzellanfabrik, heute Sächsische Porzellanmanufaktur Dresden GmbH, gründete. Diese ist mit ihren Produkten weltbekannt. Heute zeigt sich Freital mit seinem Wahrzeichen, dem Windberg, als eine aufstrebende, junge und moderne Stadt mit Charme. Bei einem Ausflug durch Freital findet man aufwendig sanierte Gebäude, vielfältige kulturelle und sportliche Freizeiteinrichtungen sowie schöne Grünflächen und hübsche Parkanlagen. Nicht nur die Lage, auch die Infrastruktur macht das Leben und Wohnen in Freital attraktiv. Erstklassige Verkehrsanbindungen wie die Autobahnanschlussstellen Wilsdruff und Gobitz erreicht man von jedem Stadtteil in wenigen Minuten. Die Bundesstraßen B170 und B173 tangieren unsere Stadt östlich bzw. westlich und erschließen das Umland. Das Dresdner Stadtzentrum erreicht man mit dem PKW mühelos in ca. 15 Minuten. Unsere vier Bahnhöfe liegen an der Bahnstrecke Dresden-Chemnitz, Plauen, Nürnberg-München. Sämtliche Busanbindungen sind in wenigen Gehminuten von den Wohnungen aus erreichbar. Mit dem ebenfalls sehr gut ausgebauten Radwegenetz kommt jedermann gesund und günstig in die einzelnen Stadtteile und unsere landschaftlich reizvolle Umgebung.